Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Knights of Honor 2 Sovereign. Die Königin hat einen gesunden Prinzen geboren. Ja, der ist okay. Wurde in unserem Land entdeckt. Wir bereiten uns jetzt trotz allem auch mal ein bisschen auf neue Kriege vor. Da bauen wir jetzt noch den Tuchmacher. Ja, Bücher mal 76, stabiler Zuwachs. Wir haben jetzt auch sehr viele Ressourcen in der Zwischenzeit. Auch schon mal sehr positiv finde. So, Dorfmilizen brauchen wir nicht und wollen wir nicht. Königlicher Palast wäre natürlich nice. Bringt die uns was eigentlich ressourcentechnisch? Nö. Das bauen wir in der Hauptstadt. Das bauen wir in der Hauptstadt, einfach das, was wir in der Hauptstadt gebaut haben. Okay. Machen wir weiter mit der Windmühle. Stimmt, da haben wir auch noch sehr. Ja, stimmt. Also wir haben jetzt eh schon ein paar Sachen. Majestät, wir haben eine Verbesserung abgeschlossen. Ein paar Sachen haben wir schon noch, die wir jetzt dann upgraden können. Kerzen, wo kann ich Kerzen? In Regensburg. Seit wann das? Ah. Ja, nee, passt schon. Kann ich jetzt sonst hier nichts upgraden? Digga. Lame. Regensburg, Kerzen, habe ich gehört. Da bin ich eigentlich schon fast blöd gewesen mit der Mühle jetzt, oder wie? Ach nee, hier, stimmt, Kerzenmacher, da. Färbereien geht nicht weiter. Dafür haben wir auch überhaupt nichts nach wie vor. Meine Feder gehört euch, Majestät. Da kommt mir glatt eine so, Idee. Der Kollege ist jetzt auch... Das ist übrigens der erste, den ich auf Max-Level habe, der nicht mehr... Ah, okay, nee, der zweite. Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen, Majestät. So, das ist jetzt alles durch. Wir haben einen guten Handel geschlossen. Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Getreidehandel Majestät. Können wir auch schon machen. Das gibt uns zwar nichts, aber gibt uns Majestät, pro Getreidehof Handel. Wir haben eine Verbesserung abgeschlossen. Und wenn man dann quasi so wie ich jede Menge Handel rein theoretisch hat, ist das natürlich eine nette Sache. Und Färbereien geht nicht, genau. Aber immerhin haben wir die Gewürzläden und Kerzenmacher. Kerzenmacher ist auch wichtig für die Dingenskirchen, oder? Warte mal, nicht, dass ich jetzt Blödsinn mache. Ja, genau hier. Bibliotheken. Bibliotheken geben nochmal ein extra, ein Buch pro Stadt und eins pro Kloster, Moschee oder Schrein. Dann schauen wir mal, jetzt haben wir aktuell 79 Bücher. Eine Verbesserung wurde abgeschlossen, Herr. Schauen wir mal, wie sich das da entwickelt. Abgerichtete Pferde habe ich natürlich nicht. So, Zeremonien. Dafür brauchen wir Glas, dafür brauchen wir eigentlich beides nicht. Wir haben eine Verbesserung abgeschlossen. Eine wunderbare Idee. Ist das so? Ich riskiere mein Leben für euch. Ja, bringt mir mehr davon bei. 87. 8 Bücher haben wir nur bekommen. Okay, ist irgendwie enttäuschend. Hatte ich mir jetzt irgendwie mehr vorgestellt. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Verteidigungspakt gegen Narbonne. Okay. Wenn es sein muss. Ja, bauen die Herrenburgen. Habe ich die schon irgendwo? Ja, 5-mal sogar schon. Digga, jeder baut diese scheiß Herrenburgen, als ob das das Einzige ist, was existiert auf der Erde. Eine Verbesserung wurde abgeschlossen, Herr. Ein neues Gebäude wurde fertiggestellt, Majestät. 7200 Kapazität, hier können wir nicht weitermachen. Majestät, ein fremder Glaube breitet sich in einer unserer Provinzen aus. Das würde ich jetzt aber mal dolle unterlassen. Eine neue Provinz ist jetzt uns gegenüber loyal. 6100. Und da müssen wir es natürlich noch upgraden, wo wir jede Menge Sachen für brauchen. Aber erstmal bekehren wir Luxemburg zur Hölle, Alter. Ich glaube, ich spinn. Eine wunderbare Idee. 100% sogar. Da kannst du mal sehen, die wollen das gar nicht. Ja, das ist denen aufgezwungen worden, hier die neue Religion. Hier einfach so nach dem Motto hier. Da habt ihr jetzt eure neue Religion. Ich fühle mich schon weiser. Die Leute so, nee, wir wollen sie nicht. Doch, doch. Hier bekommt die jetzt. Ein neuer Papst steht der katholischen Kirche vor.
Irgendwann wird er wahrscheinlich auch mal König. Wobei, die Chancen sind gar nicht so gut. Es gibt natürlich relativ viele Kardinäle oder Kleriker im Spiel, weil es ja natürlich auch viele Reiche gibt, ne? Aber ganz so viele gibt es auch nicht mehr. Die sind auch voll. Schade, dass man nicht runterscrollen kann hier. Das ist der einzige traurige Fakt. Oder die einzige traurige Sache. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt wirklich dann noch mehr haben oder ob das dann irgendwo aufhört. Hat eine Provinz zum Christentum bekehrt. Man hat uns den Krieg erklärt, okay. Majestät. Wer? Okay. Was ist euer Wunsch? Die Frage ist ja, was ist euer Problem? Hast du ernst gemeint, was ist euer Problem? Ich war doch nur am Chillen. Ja, mein Herr, meine Truppen warten. Sehr strange. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Verstehe ich jetzt überhaupt nicht, diese Kriegserklärung. Naja. Sollen sie machen, wenn sie es glücklich macht. Aber ich bin mir nicht... Wir haben ein Söldnerlager entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, ob feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein. Herr. Ich meine, die habt doch keine Chance gegen mich, oder? Mein Herr, jetzt wo ich erfahrener bin, verlange ich mehr Gold. Also die glauben doch nicht, dass sie eine Chance gegen mich haben, oder? Glauben die, dass sie eine Chance gegen uns haben? Schau, wir haben 3300 und 3000, wir haben 6000 Truppenstärke hier. Ich werde diese Magen zermalmen. Die Armee zieht weiter. Wo ist denn die andere Armee? Da ist sie. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Nur Mut. Angriff. Das Ding ist doch ein Freebin. Um uns zu helfen. Also seid mir nicht böse. Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Was war denn das jetzt? Oh. Wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Eine unserer Städte wird belagert. Ernsthaft? Eure Befehle. Warte mal schnell. Nee, nicht das. Das hier. Wir sind ja jetzt schon stärker. Ja, mein Herr. Umzingelt diese Hunde. Was ist euer Wunsch? Eine andere Armee ist zu uns also, geschlossen. Keine Ahnung, was da die Mission ist oder so. Aber ich kloppe die einfach kurz weg. Um die Ausbildung unseres Prinzen kümmern. Wir kloppen die einfach weg. Scheiß drauf. Meine Feder gehört euch, Majestät. Ja, der kann einfach chillen. Der kann einfach chillen. Gewinnen jetzt einfach schnell die zwei Schlachten. Und dann marschieren wir weiter. Wir haben den gegnerischen König zur Aufgabe gezwungen. Unser Gefangener. Ich würde, oder wisst ihr was? Machen das sogar anders. Wir haben einen fremden Ritter gefangen, Majestät. Tribut fordern. Zum Vasallen machen. Gold, 11.600. Gold. So. Echt jetzt? Ich habe ihn gefangen genommen und er weigert sich? Mein Herr, zurück zur Burg. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Mutig. Eure Befehle? Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Also ich möchte nochmal dazu sagen. Die Vorräte auffüllen und ruhen. Eine gute Strategie. Dass ich ihn gefangen genommen habe, das ist der König, ne? Ich kann euch Gold geben. Lasst mich einfach gehen. Also einfaches Vasallentum würde wahrscheinlich akzeptieren. Tribut fordern. Vasallen. Der Feind wird stärker, Herr. Wieso wird denn der jetzt stärker? Was denn für Schlesien? Oh, Schlesien ist interessant. Ne, Schlesien ist tatsächlich sehr interessant. Das ist sehr interessant. Der Krieg ist gerade eben eine Nummer interessanter geworden. Da muss ich mich ja fast schon bedanken. Ich bin bereit. Bald sind wir da. Endlich zu Hause. Gut, dann machen wir weiter. Scheiß drauf. Gerade meine Meinung geändert. Von, wir könnten ja Frieden schließen. Da kommt mir glatt eine Idee. Zu, wir werden den Krieg so lange weiterführen. Gebt reichlich für meine Geschäfte. Bis keiner mehr lebt. Truppen haben unsere Grenzen überquert. Ja, mit euren popligen Truppen da. Erhalten. Kommt ihr? Zu den Waffen. Eine Stadt wird belagert. Majestät,
Unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Ah, die machen sich so lächerlich. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, Majestät. Ich weiß gleich gar nicht, wohin mit den ganzen Söldnern. Jetzt ist sein Erbe am Zug. Die Meinung unseres Adels hat sich verschlechtert. Majestät, wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt. Wissen ist Gold. Wieso geht das nicht? Das geht nicht. Warum nicht? Betrug. Wer wäre nicht gerne Millionär? Oh, der ist ja voll dumm. Da kommt mir glatt eine Idee. Mann. So, was kostet ihr? 4-2. Ja, komm. Eure Anweisungen sind mir Befehl. YOLO. Wie läuft's mit dem Handelsding oder ist es gescheitert? Ne, das läuft noch. So, die Schlachten werden wir beide gewinnen. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Wir werden bald reich sein. Digga, die sind viel zu schwach. Mein Herr, wir haben einen fremden Ritter ins Verlies geworfen. Geil. Betrachtet es als erledigt. Es macht Spaß. Majestät. Unsere Wächter haben einen fremden Ritter gefangen genommen. Uns hat eine diplomatische Geil. Botschaft erreicht. Kein Interesse, aber danke wirklich. Sofort. Eine gute Strategie. Ich bin bereit. Nett, dass sie mir helfen wollen. Los? Endlich wieder warmes Essen. Sofort. Ah, ich brauche keine Hilfe. Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Wir so. Haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Boah, da war echt erfolgreich. Geil. Okay, pass auf nach Breslau. Was ist euer Wunsch? Hungern wir sie aus. Mit allem, was wir haben. Wird gemacht. Und hier tun wir einfach ein paar. Ja. Unterhalt, drei Nahrung, aber wir haben genug Nahrung theoretisch. Mal zwei abstellen zur Defense. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Ist echt so blöd und sein. Voll die fetten Lösegelder, ne? Die haben, das ist. Ne, das ist eine andere Provinz. Die haben nur eine Provinz. Idioten, ey. Kann man es mit mir sich verscherzen, ne? Kann man so blöd sein? Für die Ehre. Angriff! Hm. Okay. Sollen wir los? Warte mal. Ja. Kämpft um den Sieg. Warum fehlen ihm Truppen? Wir sind unterwegs. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. So. Ich bin trügerisch wie die Nacht. Ist mir scheißegal, was du bist. Jetzt kann ich das endlich. Versuch nur nicht zu sterben wie die anderen Idioten bei der Hexenjagd. Angriff! Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Und jetzt los. Sehr weise von euch, mich zu wählen. Oh. Wieso bin ich denn jetzt im Krieg mit denen? Achso, das war in Polen. Okay, das ist gar nicht so gut gerade. Sollen wir los? Kommt ihr da rechtzeitig an? Mein Schwert gehört euch, Majestät. Ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt. Was ist euer Wunsch? Bereit für den Kampf. Noch irgendwo Söldner, die ich anheuern könnte, weil ich gerade Langeweile habe. Hier soll irgendwo noch ein Söldnerlager sein, hier. Okay, sind voll billig. Ne. 7100 zeige ich da bestimmt nicht. Mm-mm. Shit. Meine Truppen warten. Für die Krone. Die Schlacht geht in die Hose. Leider. Ah, das sind die Söldner. Eine Schlacht wurde verloren. Ah, das sind die Söldner. Okay, jetzt habe ich ganz kurz gedacht. Betrachtet es als erledigt. Aber war nur die Söldner. War nur die Söldner. Alles gut. Wir durchbrechen ihre Verteidigung. Kaum Verluste. Ja, doch, Verluste machen wir schon. Ich wollte gerade sagen, kaum Verluste, aber stimmt so auch nicht ganz. Verluste haben wir schon einige erlitten. Hier gibt es so viel Zeug. Ja, Minereien fehlen noch. Lebensmittelmarkt hat auch noch ein paar schöne Boni. Ja, machen wir halt einfach mal Metallschmiede. Herr, wir konnten keine fremden Spione enttarnen. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht.
Verluste sind leider etwas höher, als mir lieb wäre. Wurde abgeschlossen, Herr. Majestät, einer unserer Gefangenen wurde aus seinem Königreich verbannt. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Ja, dann darfst du gehen. Königreich hat sich von einem unserer Gefangenen losgesagt. Ihr lasst mir keine große Wahl. Die Meinung unseres Adels hat sich verbessert. Nun gut, ich habe lange genug auf Rettung gewartet. Das Problem ist halt, es bringt mir halt nichts, da irgendwie die Leute jetzt zu bestrafen dafür, dass ihre Herrscher sie wie Viech behandeln und sie einfach rausschmeißen, wenn es dann mal ernst wird. Hat euch ihre Loyalität ausgesprochen, Herr. Sofort. Betrachtet es als erledigt. Ich finde sowas einfach low. Wie in guten, wie in schlechten Zeiten, sage ich immer. So, wir schicken die zwei jetzt da hoch. Unsere Bücher liegen ungelesen herum, Herr. Mein Wissen ist gestiegen. Wie gesagt, Krakau ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ich werde es mir auch holen nachher, dann aus Prinzip einfach. So. Majestät, einer unserer Gefangenen wurde aus seinem Königreich verbannt. Mann. Ich töte diese Gefängniswachen eine nach der anderen. Ihr lasst mir keine große Wahl. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Ja. Schauen wir mal. Die sind einfach nur dafür da, einfach da ein bisschen Krawall zu stiften. Wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt. Majestät, wir könnten eine feindliche Stadt angreifen. So. Was ist Gelegenheit für Kleriker? Möge euch die Sonne den Weg weisen. Frieden arrangieren. Sein Krieg gegen Hamburg. Wir haben einen fremden Ritter ins Verlies geworfen. Holt euch diese verdammte Burg. Da frage ich mich doch eher, was juckt mich Hamburg? Angriff! So, pass auf. Fühlt ihr die kalte Hand des Todes? Ich bin allen überlegen. Schauen wir mal. Wärst du der Erste? Ich setze meine besten Agenten ein. Unsere Späher haben ein Söldnerlager entdeckt. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Sind alle gestorben oder was ist da los? Tatsächlich. Wie wär's, wenn du mal heiratest? Wie wär's denn damit? So, Böhmen, Böhmen, wir mögen uns doch. Ey, Jutta mag ich nicht so. Eine großartige königliche Hochzeit hat stattgefunden. Ein Königreich hat sich von einem unserer Gefangenen losgesagt. Die Schlacht ist deutlich ausgeglichener, als es mir lieb wäre. Wir verlieren sogar. Wir verlieren die Schlacht. Haben eine Siedlung gebrandschatzt. Wir verlieren die Schlacht, echt, oder? Dies ist nur der Anfang. Das Pontifikat ist gefallen. Ein katholisches Reich ist nicht mehr exkommuniziert. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Das ist jetzt die Frage hier, ne? Die verdammten Tore, sonst zerschmettere ich sie. Das sieht schlecht aus. Wir haben den feindlichen Anführer getötet. Der Sieg wird unser sein. Also die sind auf alle Fälle nicht am Chillen. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Die Schlacht geht echt in die Hose. Ja. Majestät, die Plünderung wurde von feindlichen Truppen verhindert. Versperrt die Burg! Nur Mut! Angriff! So. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Aber dieses Mal machen wir es endgültig. Boah, scheiße. Wir marschieren los. Die haben... Mal wieder in einem Bett schlafen. Ah, leck, Alter, haben die auf die Schnauze bekommen. Hofes wurde eingesperrt. Wieder jemand wurde eingesperrt. Oh, echt, oder? Für die Ehre. Hm. Das ist nicht ganz so wie gelaufen. Durch die Festung da, oder was? Krass. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Nö. Eine gute Strategie. Hm. Das ist jetzt nicht unbedingt das gewesen, was ich mir vorgestellt hatte. Wir mussten die Plünderung einer Siedlung abbrechen. Was ist jetzt das Problem hier? Keine Nahrung mehr. Toll.
Wir haben hier ein bisschen weiter bauen müssen. Warum geht das jetzt nicht? Hä? Ach so. So. Also Breslau gewinnen wir dieses Mal, wie zu erwarten. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, Majestät. Unsere Armeen haben eine Provinz erobert. Ah, Gelegenheit gelöst. Ja. Wo war das? Ja. Ein Königreich hat unseren Ritter gehen lassen, Majestät. Sehr freundlich. Er ist zurück am königlichen Hof. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Ein Königreich hat einen Defensivpakt geschmiedet. So, ja gut, mehr brauche ich da auch gar nicht machen. Verteidigungspakt gegen uns, warum denn? Ich mach doch gar nichts. Tag. Hä, was wollen die denn von mir? Wunderbare Idee. Zurück zur Burg. Ich bin hier einfach nur am Machen und am Chillen. Und dann kommen die hier und gehen mir auf den Sack. Was soll denn das? Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Mein Herr. Was? Ich verstehe. Ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Eine unserer Städte wird belagert. Na toll, vor allem sind die Ressourcen jetzt wieder weg. Eine gute Strategie. Oh, das hasse ich ja, ne? Das hasse ich wirklich. Dass dann in so einer Situation natürlich die Ressourcen alle weg sind, weil die meinen, es wäre... Hat einen gesunden Prinzen geboren. Oh. Unsere Königin hat eine wunderschöne Prinzessin geboren. Majestät, wir haben unsere Kultur in eine neue Provinz getragen. Thüringen. Ein Verteidigungspakt gegen uns hat einen weiteren Unterstützer. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Was will denn Thüringen jetzt von mir eigentlich? Ich dachte, wir waren befreundet. Immer noch eigentlich. Aber irgendwie sehen sie es als notwendig an. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Wir haben die Belagerung unserer Stadt gebrochen. Nö. Möge Gott euch schützen, Herr. Was denkt der überhaupt, wer er ist, Alter? Ja, ihr braucht Hilfe. Wer sagt, dass das sich Hilfe braucht? Was ist euer Wunsch? Bereitet die Belagerungsausrüstung vor. Dreist. Befestigt ein Lager vor ihren Toren. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. So, für Ordnung sorgen mit Gewalt, wie gesagt, ist nicht so empfehlenswert. Warte mal lieber noch mal ganz kurz. Angebot aus Waschen. Nein, ich will eure Scheißhilfe nicht. Nicht einig werden. Na, scheiße. Haben sie mich wieder hart abgezockt hier. Angriff! Ein Königreich schließt sich einem Verteidigungspakt gegen uns an. Müssen die mir ja nicht alle so hart auf den Sack gehen? 3000. Hä, wo ist denn die andere Armee? Hä? Bin ich jetzt ganz dumm? Vorwärts! Mein Herr, sollen wir los? Breslau? Ja, wie lautet euer Befehl? Bald durchbrechen wir ihre Abwehr. Wir haben den feindlichen Armeeführer. Ach so, lol. Lang lebe der König. Wir haben eine Schlacht geführt. Die Armee ist zu uns gestoßen. Ja, diese Hexenjagd, die nie funktioniert. Einziges, was wir jetzt nochmal gucken, ist das Integrieren. Möge Gott euch schützen, Herr. Sobald wir die 500 Bücher haben. Und dann würde ich an der Stelle sagen, wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Wir expandieren aktuell eher in der Linie, als dass wir uns Deutschland einverleiben. Wir haben jetzt einen Verteidigungspakt gegen uns, den schauen wir uns dann auch noch an nächstes Mal. Bis dahin, euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.